Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren aus dem schönen Berlin. Mein Name ist Matthias Jenichen und ich bin der zuständige Vertriebsleiter für die Region Ost hier bei den Siemens Healthineers. Ich freue mich jetzt gemeinsam mit Ihnen auf einen spannenden Vortrag über neue Möglichkeiten in der Gefäß- und Tumortherapie mit der Angio-CT. Privatdozent Dr. Moche ist Chefarzt der Klinik für interventionelle Radiologie am Helios-Park-Klinikum Leipzig und arbeitet nun schon seit vielen Jahren und aktuell auch noch exklusiv mit der Angio-CT. Ich freue mich auf einen spannenden Vortrag. Dr. Moche, der Bildschirm gehört Ihnen. Vielen Dank, Herr Jenichen, für die freundliche Einleitung. Ich schalte mal eben um und dann geht's gleich los. Herzlich willkommen und vielen Dank für das Interesse an unseren Erfahrungen in der Gefäß- und Tumortherapie mit dem Angio-CT. Was ist das Angio-CT? Lediglich eine Kombination der zwei interventionellen Arbeitspferde, nämlich der Computertomographie mit der exzellenten 3D- und Weichteildarstellung. Und die Angiografie natürlich im Goldstandard in der Realtime-Bildgebung für eine endovaskuläre Darstellung. Nun, dieses System gibt es für Einraumanwendungen. Da steht also die Angio und das CT in einem Raum oder eben in der Zweirauminstallation, wo die Systeme in zwei getrennten Räumen stehen. Und das hat natürlich den wesentlichen Vorteil, dass Sie beide Systeme, wie Sie hier unten sehen, parallel für Interventionen nutzen können, aber eben dann auch das CT von dem einen Raum in den anderen Raum fahren können, um dann den Hybridmodus zu aktivieren, wie Sie hier auf dem Bild sehen. Das ist jetzt unsere Installation. Die Tür, es ist jetzt ein bisschen beschleunigt, muss man sagen. Die Tür geht auf, das CT wird herübergefahren. Das dauert circa 60 Sekunden und in dem Moment, wo es die Schwelle zu den anderen Raum übertritt, werden dann auch die Patientendaten automatisch von der Angio auf das CT übernommen und es ist einsatzbereit dann für die CT-Anwendung auf dem Angio-Tisch. Und wenn Sie dann fertig sind mit der Anwendung, können Sie das CT genauso schnell auch wieder zurückfahren, die Tür wieder schließen und mit der Angio-Intervention alleine weiter fortfahren beziehungsweise das CT dann eben für einen getrennten Einsatz nutzen. Nun, was möchte ich mit Ihnen besprechen? Einmal möchte ich natürlich das große Potenzial der intraarteriellen Computertomographie etwas beleuchten, was sich natürlich aus so einer Installation automatisch ergibt und da exzellent auch durchführbar ist. Dann möchte ich anhand von einem Beispiel die endovaskuläre und perkutane Anwendung im Bereich der Gefäße, im Bereich der Tumoren beleuchten etwas und letztlich auch auf die besondere Integrationstiefe des Nexaris Angio-CTs von der Firma Siemens eingehen. Das intraarterielle KMCT. Sie sehen hier zwei CTs durchgescrollt, links intravenös initiiert, rechts in die Aorta initiiertes Kontrast. Das sehen Sie daran, dass auf der intraarteriellen Injektion kein Kontrastmittel im Herz ist. Und man kann, glaube ich, ganz gut sehen bei diesen Patienten mit einer Leberzirrhose und einem HCC, dass die Visualisierung von dem HCC in beiden Aufnahmen, aber vielleicht sogar in dem arteriellen Bild etwas besser ist. Und wenn Sie dann den Katheter weiter in die Leber, in die entsprechende Feeder reinführen, und dann selektiv kontrastieren, dann erreichen Sie natürlich einen ganz exzellenten lokalen Kontrast. Nun, der große Unterschied zwischen den Aufnahmen ist, dass Sie für die intravenöse CT ungefähr 90 Milliliter Kontrastmittel brauchen. Bei der intraarteriellen Injektion, intraaortalen in diesem Fall, müssen Sie das Kontrastmittel ganz stark verdünnen, sonst kriegen Sie Aufhärtungsartefakte. Wir initiieren jetzt in dem Protokoll ungefähr 120 Milliliter, 1 zu 5 verdünnt, macht aber dann am Ende nur 20 Milliliter Kontrastmittel. Und wenn Sie natürlich selektiv arbeiten, brauchen Sie entsprechend noch viel weniger. Aber nicht nur die Kontrastmittelreduktion ist ein wesentlicher Unterschied, sondern, und das zeigen auch aktuelle, ältere und aber auch eben aktuelle Publikationen, dass mit der intraarteriellen Applikation, zum Beispiel bei der Suche nach Lebertumoren, die Tumordetektion, die Lokalisation deutlich besser ist als beim intravenösen intravenösen CT. Nun, wie sieht so ein Workflow aus? Wenn wir jetzt eine intraarterielle
KM-Injektion fürs CT durchführen. Wie gesagt, ungefähr 120 Milliliter Kontrastmittel. Das muss man so ein bisschen anpassen. Mit einer sehr starken Injektion über einen Doppelkolbeninjektor. Und das ist der ganz wesentliche Punkt, über einen in der Aorta liegenden Pickel-Katheter. Und die Notwendigkeit des Hochdruckinjektors ergibt sich ganz einfach dadurch, dass wir eben einen sehr, sehr hohen Injektionsdruck brauchen, um die hohe Geschwindigkeit, mindestens 10 Milliliter in der Aorta zu erreichen, eine gute Füllung zu erreichen, aber eben auch eine frische Mischung von Kontrastmitteln gewährleisten, weil wenn Sie das Kontrastmittel in einen Kolben schon vorher mischen, dann wird es sich relativ schnell absetzen kein homogenes Bild ergeben. Das sind zumindest unsere Erfahrungen, also ganz wesentlich der Doppelkolben-Hochdruckinjektor. Und wenn Sie dann selektiv zum Beispiel hier im Truncus Zylirkus arbeiten, dann können Sie diese ganz exzellenten CT-Angiografien erreichen mit wirklich minimalen Kontrastmittelmengen, zum Beispiel hier im Truncus Zylirkus mit 15 Milliliter 1:4 gemischt und am Ende praktisch kaum Kontrastmittel und was die Kontrastmittelmenge angeht, auch beliebig wiederholbar, nahezu. Nun, ich switche sofort zu einem typischen Beispiel, wo die Kombination CT-Angio, aber eben auch die intraarterielle Injektion vielleicht ganz gut illustriert werden kann. Perkutane Embolisation von Endolix nach EBA, wir wissen EBA, nach der Aortenaneurysmatherapie treten doch immer wieder Endoleaks auf, die man auch über den endovaskulären Weg häufig nicht sehr suffizient behandeln kann. Und deswegen ist eine der typischen Interventionen dann die perkutane Punktion des Endoleaks in dem Aortensack, typischerweise CT gesteuert. Und das sind jetzt Bilder aus meiner vorherigen Institution. Dann wird der Patient mit der Nadel im Rücken und dem Draht im Aortensack transferiert von dem CT in die Angio, um dort die Embolisation mit Flüssigkeiten oder Coils angiografisch zu verfolgen. Nun, das ist ja sehr häufig, dass die CTs nicht direkt neben der Angio stehen und dass da in diesem Fall doch eine ganze Reihe an Gängen überwunden werden muss. Und hat das Ganze natürlich sehr schwer gemacht, weil man teilweise eben auch aus dem sterilen Bereich herausfährt mit dem Patienten, der auf dem Bauch liegt und steril eingewickelt ist. Nun, Sie können sich vorstellen, wenn das Ganze wenn CT und Angio in einem Raum steht, dann ist das natürlich viel einfacher. Der Patient wird auf dem Bauch gelagert, bleibt während der gesamten Intervention dann auch so liegen. Und ein wesentlicher Vorteil ist, dass Sie dann, wenn Sie das Endoleak wenn Sie nicht genau wissen, wo das ist, eben auch recht einfach über eine intraarterielle Darstellung kontrastieren können, mit wenig Kontrastmittel das auch wiederholen können und dann für die Punktion eben genau wissen, wohin müssen Sie punktieren, in das Endoleak reinpunktieren und dann ohne den Patienten in der Position verändern, über den Katheter, den Sie über den Draht durch diese Nadel hineingelegt haben, dann eben fluoroskopisch sehr präzise und kontrolliert embolisieren können. Ein weiteres Beispiel, das, glaube ich, diese Kombination im Bereich der Gefäßtherapie ganz gut illustriert, ist die Behandlung von rupturierten Aortenaneurysmen. Das ist ein Patient, der von extern angekündigt wurde mit einem rupturierten Aortenaneurysma und bei uns ankam mit diesem CT. Es wurde dann gesagt, der Patient hat eine Niereninsuffizienz, deswegen haben wir kein Kontrastmittel angewendet. Das ist natürlich erstmal klar, dass der Patient ein rupturiertes Aortenaneurysma hat. Das sieht man auch auf den nativen CT ganz gut, zusammen natürlich mit der entsprechenden klinischen Symptomatik. Aber natürlich reicht dieses CT nicht, um eine endovaskuläre, auch für die offene Versorgung, reicht natürlich ein natives CT in der Regel nicht aus. Was haben wir also gemacht? Patient in die Angio, Pickelkatheter in die Aorta gelegt, dann ein CT mit intraarterieller Kontrastmittelgabe, das sind dann 120 Milliliter Volumen, 20 Milliliter Kontrast, also relativ wenig, wo man dann doch genau die komplexe Anatomie jetzt von dieser Aorta sieht, mit den schwierigen Nierenarterienabgängen und aber auch eben auch anhand der Kontrastmittelphasen sehr gut alles ausmessen kann, um dann den richtigen Stentkraft auszuwählen. Das wurde dann auch direkt auf dem Tisch nach dieser Diagnostik über den gleichen Zugang natürlich
dann auch mit einem Standkraft versorgt. Wir haben uns dann entschieden, nur den großen, großen Anteil des Aortenaneurysmus zu behandeln und dann möglicherweise in einem zweiten Anlauf ohne die mit Schutz der Nierenlaternen dann den oberen Anteil, weil der untere Anteil der offensichtlich rupturierte Anteil war. Das ist dann das Ergebnis, 60 Milliliter Kontrastmittel ungefähr gebraucht für diese Intervention. Nun, zwei Tage danach wollten wir natürlich wissen, wie sieht das aus? Patient immer noch schlecht von der Nierenfunktion, für ein normales Kontrastmittel-CT sicherlich nicht ganz geeignet, haben wir nochmal ein interarterielles Kontrastmittel-CT durchgeführt, konnten da ganz klar erkennen die Notwendigkeit einer weiteren Behandlung und haben diese dann einen Tag später mit einem Cuff von einer Chemotechnik durchgeführt, versorgt und 7 Tage vor der Entlassung, 7 Tage nach der Erstbehandlung dann dieses Kontroll-MR mit guter Ausschaltung des Aneurysmus. Nun, ein ganz spannender Teil der intraarteriellen Injektion im Zusammenhang mit perkutanen Injektionen ist die Problematik, die man damit vielleicht lösen kann, dass die Einzelschichten ja in der Regel nativ sind. Und wenn Sie solche komplexen Interventionen machen mit so vielen Nadeln in Bereichen, wo so viele Gefäße vorkommen, dann wünschen Sie sich natürlich gerne auch bei der Platzierung der Nadeln unter Einzelschichten eine Kontrastierung. Wie kann man das lösen? Wir haben jetzt damit angefangen, dass wir diesen Patienten einen Pictet-Katheter in die Aorta legen und dann über den Hochdruckinjektor während der Einzelschichten kurze, kräftige Injektionen mit hochgradig verdünnten Kontrastmitteln geben und am Ende ungefähr 20 Milliliter. Und am Ende ergibt sich bei einer 1:10 Verdünnung ein relativ guter Kontrast der Gefäße, aber bei wirklich vernachlässigbarer Kontrastmenge, die hier verbraucht wird und damit eben eine fast beliebige Wiederholbarkeit ohne, sagen wir mal, die maximale Kontrastmenge zu überschreiten. Und in diesem Beispiel wird das, glaube ich, ganz gut sichtbar, zu was das auch eingesetzt werden kann. Patient mit einem großen HCC rechts, einem kleinen HCC-Knoten auf der linken Seite. Wir haben uns entschieden, dass wir in einer Sitzung diesen Patienten chemoembolisieren rechts und den kleinen linken Tumor mit Mikrowelle behandeln wollen. Haben dann gesagt, gut, wir sind jetzt eh schon in der Leberarterie, wir markieren auch den kleinen linken Tumor mit Libiodol, damit man den dann auch im CT besser sieht. Das ist dann auch gut gelungen. In der Nativ-CT sieht man eben den Libiodol aufgenommenen Tumor ganz gut. Er lässt sich dann sehr gezielt punktieren mit der Mikrowellennadel. Und jetzt kommt ein ganz interessantes neues Feature hinzu, nämlich dadurch, dass wir einen Katheter praktisch in der Aorta ja schon haben, haben wir diesen Katheter in die Arteria mesenterica superior gelegt und haben dann bei den Einzelschichten immer wieder hochgradig verdünntes Kontrastmittel in die Arteria mesenterica superior gespritzt und können dann eben im Rückfluss über die Mesenterika und die Vorderader einen exzellenten, sagen wir mal, Parenchymkontrast, also portalvenösen Kontrast erreichen. Und auch bei kleinen Mengen kann man dann während der Ablation relativ zuverlässig sehen, wie die Ablationszone um den Tumor wächst. Und man hat dann praktisch auch so ein gewisses Monitoring, insbesondere in solchen Situationen, wo der Tumor in der Nähe von vitalen Strukturen ist. Nun, Angio-CT ist primär eine Kombination zwischen Angio und CT, aber ganz wesentlich ist natürlich die Integration der zwei Systeme. Und das möchte ich Ihnen jetzt hier vorstellen, weil bei dem System, was wir nutzen, diese Integration doch recht fortgeschritten ist. Denn was ist wichtig? Natürlich ist wichtig, dass die zwei Systeme nicht zusammenstoßen, dass sie sich kennen, dass es einen Kollisionsschutz gibt. Aber natürlich wünscht man sich, wenn das Ganze auch in den gleichen Koordinatensystem funktioniert, dass man eben CT und Angio-Bilder ohne eine extra Registrierung überlagern kann, sozusagen automatisch eine Bildfusion erreicht. Und dass diese ganzen Daten dann auch gemeinsam auf einem Bildschirm
visualisiert werden und nicht zuletzt, dass auch beide Systeme über eine gemeinsame Bedienkonsole bedient werden können. Und das ist hier so realisiert, dass man auf der klassischen Bedienkonsole für die Hangio eben auch eine Bedienkonsole für das CT hat. Das heißt, das CT auf der Schiene hin und her fahren kann, Bilder blättern kann und andere Funktionalitäten hat. Und dass das Auslösen der CT-Einzelbilder integriert in den schnurlosen Angio-Schalter, Fußschalter implementiert wurde. Also ganz wichtig, die tiefe Integration. Nun, ich möchte Ihnen einen klassischen Workflow zeigen, wie sowas aussehen kann, wenn Sie also das CT gemacht haben und für die Tumorembolisation die Embolization Guidance zum Beispiel nutzen wollen. Dann wird die Funktionalität aktiviert. Man markiert den Tumor, das System berechnet in dem CT-Datensatz automatisch den Weg von dem Katheter bis zu dem Tumor. Dieser Pfad wird markiert mit einem solchen Strich und im Grunde genommen braucht man dann nur mit einem Knopf die Überlagerung aktivieren, keine extra Bilddatenfusion und man hat dann automatisch, wenn der Angio-Tisch oder die Angio über den Patienten drüber hinwegfährt, das CT-Bild, also die CT-Daten überlagert und man kann dann hin und her schalten oder eben auch gemeinsam CT-Daten und Angio-Bild betrachten und dann zum Beispiel auch den berechneten Pfad einblenden und den dann mit dem Katheter navigieren. So sieht das dann aus. Dieser Pfad wird eingezeichnet, wie so ein 3D-Roadmap, was man aber eben nicht extra registrieren muss, sondern automatisch sofort nach der Akquisition der Bilddaten im CT sichtbar ist. Und das ist ein praktisches Beispiel, wo das nützlich ist. Bei einer hochselektiven Behandlung mittels Chemoembolisation eines kolorektalen Karzinoms, Metastase in der Leber, eine Leber, die schon voroperiert ist, also wenig Parenchym übrig ist, wo man möglichst selektiv arbeiten will. Hier eine Fieder kontrastiert, dann Katheter reingelegt, selektiv CT durchgeführt. Man sieht, dass zwar der Tumor erreicht wird, aber auch noch Magen, also keine gute Position für die Embolisation hier. Insgesamt ungefähr 1,5 Milliliter Kontrastmittel, also sehr wenig Kontrastmittel. Und aus diesem CT eben dann mit Markierung des Tumors im CT die Berechnung des Pfades und dann die Möglichkeit, eben interaktiv entlang dieses Pfades den Katheter vorzuführen. Dann nochmal eine CT-Kontrolle. Der Magen kontrastiert sich nicht. Das ist eine hochselektive Katheterlage. Hier kann embolisiert werden. Und in der Kontrolle sieht man das nirgendwo anders, außer im Tumor eben im Embolisat landet. Ein Workflow für, sagen wir mal, zum Beispiel Aorteninterventionen, hier einmal illustriert, man hat das CT durchgeführt, aktiviert EBA Guidance, markiert sich die Gefäße, die man adressieren will. In diesem Fall wollten wir Lumbarlaternen embolisieren vor einer EBA-Prozedur. Die werden markiert. Die Markierung ist dann in einem 3D-Roadmap mit automatisch in einem Modell dargestellt. Man aktiviert in den gleichen Pfad die Überlagerung. Das hat man ja schon gesehen, aber letztlich ermöglicht dann ohne eine weitere Registrierung hier die Überlagerung und die superselektive Sondierung der Gefäße. Nun gibt es einen klinischen Benefit hierfür. Wir wissen aus Studien, die Angio alleine und Angio mit Combium-CT bei der TACE gezeigt haben, dass es einen Überlebensvorteil für die Gruppe gibt, wo das Combium mit verwendet wurde. Aber aus neueren Daten wissen wir, dass es auch einen Überlebensvorteil gibt, wenn man in einem solchen Hybridsystem die Chemoembolisation mit einer unmittelbaren RFA kombiniert, anstatt daraus zwei Sitzungen zu machen und damit, denke ich, werden auch in Zukunft mehr Daten noch kommen über tatsächlich den direkten Benefit für die Patienten. Nun, geht das alles nicht auch mit Combium? Die Antwort von meiner Seite, nein, das ist nicht so, weil es gibt ganz wesentliche Vorteile des CTs im Gegensatz zum Combium-CT. Ortsauflösung, Artefakte, Kontrastmittelverdünnung, all da
ist das konventionelle CT im Vorteil. Natürlich die zeitliche Auflösung, die Nutzung von multiplen Scans, die Vorbereitungszeit und letztlich ein ganz wesentlicher Vorteil ist natürlich der Scan Range, der ist flexibel bis 120 Zentimeter, wo wir es haben, das Field of View, das ISO-Centering ist deutlich einfacher und am Ende ist auch die Dosis einfacher. Ich fasse zusammen. Ich denke, mit einem solchen System haben wir interventionelle Radiologen ideale Arbeitsbedingungen, wenn wir perkutan und vaskulär unterwegs sind. Das Potenzial der interarteriellen CT ist groß und man muss es sicherlich in Zukunft auch noch ein bisschen herausarbeiten, nicht nur in Richtung KM-Reduktion, One-Stop-Shop oder hochselektives Targeting, sondern auch Sensitivität und Spezifität bei der Diagnostik. Das Contrast Enhanced SSS, so habe ich es genannt, Single Slicing, hat, glaube ich, ein großes Potenzial für komplexe Prozeduren. Insgesamt, denke ich, hat die Angio-CT eine deutliche Überlegenheit im Gegensatz zum Cone-Beam. In vielen Bereichen, was dann im Prinzip auch die vorhandenen Prozeduren, die etablierten Prozeduren im Sinne von Präzision, Sicherheit und Workflow verbessern wird, aber durch die gute Integration auch der Systeme die Basis bedeuten wird für neuartige Hybridprozeduren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Moche, für diesen spannenden, doch wenn auch leider viel zu kurzen Vortrag. Herzlichen Dank dafür. Wir sind leider schon am Ende unseres Timeslots angekommen, deswegen Zeit für Fragen sind uns leider nicht mehr gegeben. Fragen gerne, wie im Chat geschrieben, per E-Mail, die wir dann gerne im Nachhinein beantworten. Vielen herzlichen Dank nochmal, Dr. Moche. Hier geht es jetzt weiter um 19.30 Uhr mit den Highlights für AI und International Perspectives. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern. Danke, Herr Dr. Moche. Vielen Dank.